Ich habe mal geschaut, was im letzten Jahr mein erfolgreichstes Video war und mit großem Abstand war das das, wo ich gesprochen habe über das SSD-Problem im Mac Mini. Gab es auch viele, viele kritische Kommentare, dass das ja alles ziemlich sinnlos sei. Aber es hat einen Punkt getroffen. Vielleicht auch mit ein paar validen Argumenten, aber was jetzt kommt, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, denn es geht heute um das MacBook Pro. Und das hat insofern jetzt keine großen Probleme bei mir, aber, und das ist auch egal, welches Modell ihr habt, der Akku. Denn damit der auch möglichst lange hält, sollte man ihn immer schonend behandeln und schonend laden. Und deswegen habe ich einen ganz wichtigen Trick heute für euch, oder eigentlich sogar zwei Tricks, wie ihr das meiste aus eurem Akku rausholt. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, diesen Tipp, dass man sein MacBook nicht zu lange am Ladegerät stecken lassen haben soll. Kennt jeder, man hat es auf 100% aufgeladen und dann ist es im Prinzip dann eine Dauerbelastung für den Akku, wenn ihr ihn dann noch länger am Strom angeschlossen lässt. Und das ist halt immer das Problem. MagSafe 3 has a new design that supports more power into the system. Aber wenn man jetzt so wie ich das MacBook halt nun mal als festen Arbeitsplatz hat, also verbunden mit einem Monitor oder einem Dock in meinem Fall, so dass das halt immer mit dem Strom verbunden ist, quasi wenn ich jetzt hier am Schreibtisch arbeite, dann braucht man halt eine Lösung, sonst lädt man das Ding unendlich weiter. Dafür gibt es das Tool namens Aldente. Spaghetti! Spaghetti Sauce! Meatballs! Ja, das ist das Tool, was euch euer Leben rettet. Es ist komplett kostenlos, zwar auch in der Pro-Variante. Und jetzt, bevor ihr euch wieder denkt, auch nicht schon wieder so ein Tool, was dann so eine Testversion hat und einen ständig mit Werbung nervt. Nein, das Tool könnt ihr wirklich problemlos euch besorgen. Selbst wenn ihr es jetzt kaufen würdet, das kostet gar nicht so viel, sondern so knapp 20 Euro. Aber die kostenlose Variante reicht völlig aus. Und habt ihr auch keine nervige Werbung oder Testzeiträume oder krasse Einschränkungen. Nein, ihr habt halt diese ganzen Zusatzfunktionen nicht. Die braucht ihr aber jetzt gar nicht unbedingt. Denn das Wesentliche, was dieses Tool ausmacht, das habt ihr in dieser Free-Variante. Und zwar schauen wir uns das jetzt mal an. Das könnt ihr euch einfach herunterladen und installieren und dann habt ihr das im Optimalfall nach der Installation oben direkt in eurem Schreibtischdock und dann könnt ihr da einstellen, bis wann euer Gerät aufgeladen wird. Nice. Und dann lädt es halt auf und sobald es dann diesen Wert erreicht, bleibt es genau da stehen. Und im Optimalfall sind das immer 80%, weil man sagt so als goldene Regel, 80% ist so der Maximalbetrag, den so ein Akku haben sollte, also die Spannung dann, damit er nicht zu warm wird. Ihr könnt natürlich auch einstellen 90% oder noch weniger als 80, aber mit 80 seid ihr halt gut dabei und das habe auch ich eingestellt. Und wenn ich jetzt mal weiß, ich möchte am nächsten Tag unterwegs sein mit dem Teil oder mal länger halt nur von der Batterie aus arbeiten, dann stelle ich es einfach ein auf 100, so wie jetzt hier, und dann lädt es ganz normal voll auf. Und sonst, wenn ich halt weiß, jetzt steckt es länger am Strom, dann nehme ich 80 oder halt was ihr wollt. Und dann wird es immer bis genau zu diesem Punkt aufgeladen. Und damit schont ihr perfekt euren Akku. Und wenn wir jetzt mal hier gucken, in den Infos steht da, dass wir immer noch 100% Akku Kapazität haben. Und das Teil habe ich jetzt schon eine ganze Weile in Benutzung und normalerweise würde das nicht jetzt noch 100 haben, aber ihr seht, es ist noch im perfekten Zustand der Akku, eben weil ich halt die ganze Zeit Aldente nutze. Oh, that's hot. That's hot. Wichtig ist zu wissen, wenn ihr das optimierte Laden nutzt, mit dem ja eigentlich bei Apple gedacht ist, dass ihr eure Geräte halt schonend aufladen könnt. Es ist aber so tricky und unzuverlässig, diese Funktion. Trotzdem, ihr müsst die ausschalten, denn nur so funktioniert Aldente. Dann müsst ihr auf den Systemeinstellungen unter Batterie, auf den Batteriezustand und dann dort das optimierte Laden deaktivieren. Und dann könnt ihr Aldente nutzen. Es gibt noch einen guten Trick, wie ihr dann generell ein bisschen mehr Akku habt in eurem Alltag, ein bisschen mehr Akkulaufzeit. Und zwar ist es der sogenannte Energiesparmodus. Oder auch Stromsparmodus. Jetzt lasst euch nicht davon abschrecken, dass der jetzt massiv eure Leistung drosselt, denn ich habe es ausprobiert. Ihr habt ja gerade schon die Geekbench-Werte gesehen, aber auch jetzt in der Praxis,
Bei Final Cut macht es zum Beispiel gar keinen Unterschied, ob ich jetzt den Stromsparmodus ein- oder ausgeschaltet habe. Dafür wird deutlich weniger Strom verbraucht. Und da sehen wir heute, ich habe eine Restkapazität bei meinem Akku von 67% und eine verbleibende Zeit, die ich noch nutzen kann jetzt, 6,5 Stunden. Haben wir jetzt aber den Stromsparmodus an, dann sehen wir jetzt, dass wir fast eine halbe Stunde mehr Zeit jetzt haben, die wir auf diesem Akku noch nutzen können. Und ich finde, das macht schon durchaus einen Unterschied aus. Und der Stromsparmodus steht standardmäßig auf nie eingestellt und dann könnt ihr jetzt einstellen, ob halt das nur im Batteriebetrieb oder im Netzbetrieb erfolgt. Klar, im Netzbetrieb macht das wenig Sinn, also könnt ihr jetzt hier einstellen auf Batterie. Jetzt ist es aber natürlich ziemlich nervig, wenn man jedes Mal in die Systemeinstellungen das so umständlich ein- und ausschalten muss. Ich denke mal, darauf habt ihr bestimmt keine Lust. Aber dafür habe ich auch einen Trick für euch vorbereitet, und zwar einen Shortcut. Ich habe hier auf meinem Schreibtisch nämlich hier ein Widget und da ist mein Shortcut drauf und der heißt Low Power Mode. Und den aktiviert ihr einfach und dann wird sofort direkt euer Stromsparmodus aktiviert. Oder eben, wenn ihr ihn jetzt wieder aushaben wollt, klickt ihr drauf und dann ist er wieder aus. Da habe ich für euch den Shortcut ganz einfach in die Videobeschreibung als Link gepackt. Da könnt ihr euch diesen Shortcut downloaden und ganz einfach selber bei euch einfügen. Und das macht ihr so. Und dann steht da Kurzbefehl erhalten. Klickt auf Erlauben und direkt dann öffnet sich eure Kurzbefehle-App. Und dann klickt ihr nur noch auf Kurzbefehl hinzufügen und dann wird es euch da angezeigt. Jetzt müsst ihr noch einen Ordner erstellen in eurer Kurzbefehle-App, tut da den Shortcut dann hin verschieben und in eure Widget stellt ihr ein, dass ein Kurzbefehl angezeigt wird, und zwar mit dem Ordner, wo euer Shortcut dann drin ist. Und schon habt ihr das direkt auf dem Schreibtisch und könnt so ganz schnell jederzeit zwischen den zwei Modi wechseln. Und mit diesen Tipps könnt ihr quasi euren Akku wirklich optimieren und somit insgesamt einfach deutlich entspannter durch den Alltag kommen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ist es nützlich für euch? Wollt ihr mehr sowas sehen? Vielen Dank fürs Einschalten. Auf Wiedersehen.